Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch zusammen in die Lookfantastic Beauty Box aus dem Monat August schauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Irgendwie wird alles teurer. Ich habe nämlich gerade geschaut, was die Box aktuell kostet. Und zwar ist sie ab 16,67 Euro erhältlich. Dann muss man aber quasi das 12-Monats-Abo abschließen und das Ganze in einem Batzen bezahlen. Also ansonsten ist es halt so, dass du monatlich ab 17 Euro für die Box bezahlst. Ich habe einen Code, ClaudiWelt, damit bekommst du auch ein bisschen die erste Box ein bisschen günstiger. Ne? Genau, ich habe sie selber im Abo, bekommen sie aber auch zugeschickt, um sie euch halt vorzustellen. Und setzt euch dazu auch gerne mal einen Link in die Infobox. Wenn du möchtest, kannst du gerne darüber bestellen. Und ich möchte jetzt einfach mal mit euch zusammen hineinschauen, denn wenn die Box ein bisschen teurer wird, liegt das natürlich an der aktuellen wirtschaftlichen Situation, ist uns allen bewusst, aber man erwartet als Kunde natürlich auch ein ganz kleines bisschen mehr. Meine Meinung, ne? Habe ich schon gesagt, eine Box verlose ich in diesem Video, also meine eigene quasi, ne? Die ist noch auf dem Weg hierhin und ja, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Die Lookfantastic Beauty Box hat auch schon vor ein paar Monaten umgestellt, dass man quasi in dem Umkarton keine separate Box mehr mit drin hat, sondern man öffnet den Karton und hat direkt hier das Seidenpapier, das war ein Reim, mit den jeweiligen Produkten. Wir haben hier 5 Beauty-Produkte meistens drin enthalten, die auch immer einen ordentlichen Warenwert haben. Und ja, die eigentlich auch recht brauchbar sind. Wir haben hier vor allem Pflege drin, ab und an auch ein bisschen dekorative Kosmetik. Und es sind Marken, die auch gerne mal ein bisschen hochpreisiger sind. Also wir hatten hier auch schon NARS und Co. drin enthalten. Weil Lookfantastic hat ja auch den Online-Shop, da könnt ihr auch super gerne mal vorbeischauen. Und mit ClaudiWelt könnt ihr dort nämlich auch auf alles immer wieder sparen. Da bekommt ihr den maximalen Rabatt. Richtig cool. Und wenn ihr mich supporten möchtet, dann könnt ihr sogar über die Links in der Infobox bestellen, denn die sind affiliated. Ne? Der Code ist nur für euch tatsächlich. So, hier haben wir dann einmal auch den ersten Blick in die Box. So schaut es nämlich aus. Ich habe auch schon direkt den Flyer hier entfernt, Get the Glow. Da habe ich nämlich eben schon versucht, den QR-Code zu scannen, bekomme da aber leider keine Auskunft. Da bin ich dann direkt auf der Homepage von Lookfantastic. Ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, gut, vielleicht steht dann ja auch dort, wo man das Abo abschließen kann. Ja, da steht tatsächlich so ein bisschen was als Eingroovungstext. Das finde ich immer ganz schön. Ich brauche sowas. Also ich möchte nicht einfach nur eine Box haben mit Produkten, was schön ist. Ne? Mir persönlich ist es immer wichtig, wenn ich halt auch diesen Einführungstext, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben, lesen kann. Schimmer und strahle mit dieser sonnenverwöhnten Kollektion an Beauty Essentials, um dein natürliches Strahlen zu enthüllen. Von der verwöhnenden The Ritual of Karma 48 Stunden Feuchtigkeit spendende Körpermilch von Rituals bis zur auf TikTok angesagten Revolution Skincare Multi Acid Peeling Lösung. In Originalgröße. Finde dein Sommer-Essential in unserem 6-teiligen Set. Das ist schön. Unser August-Set hilft dir dabei, deine Sommer-Beauty-Routine zu revolutionieren. Genau. Und wir haben auch sowohl Originalgrößen als auch Deluxe-Größen mit dabei. Ich rechne euch die Preise immer mal aus. Und dann kommen wir doch mal zu dem ersten genannten Produkt. Das ist hier von Rituals, The Ritual of Karma Hydra Boost Complex. Das kenne ich noch gar nicht. 48 Stunden Hydrating Body Cream mit Lotus Flower and White Tea. 70 Milliliter haben wir hier drin. Sowas mag ich ja, ne? Oh, das ist Sommer. Das ist richtig Sommer. Die nehme ich auch gleich mit runter und werde die verwenden. Ich glaube, Rituals hat auch schon das ein oder andere neue Produkt jetzt rausgebracht, was ich positiv finde. Oh, das riecht halt wirklich nach diesem Karma. Das mag ich gerne. Mm, ist ein bisschen dicker. Oh, schön reichhaltig. Also mein Arm braucht ja immer ein bisschen Liebe. Da eben noch diese Palette drauf geswatcht, die ihr auch tatsächlich bei Lookfantastic bekommen könntet und wo ihr auch drauf sparen könnt. Das ist von Anastasia Beverly Hills die Cosmos Palette. Also super schnell eingezogen. Du hast jetzt nicht irgendwie einen Film auf der Haut. Sehr, sehr angenehm. Aber ich habe jetzt auch nicht super viel verwendet, das ist klar. Ne? Oh, schön. Oh, und ich mag den Duft. Das riecht einfach toll. Also richtig cooles Produkt. Das ist jetzt auch wirklich nicht so extrem hochpreisig, ne? Aber es ist eins meiner Highlights, würde ich jetzt bestimmt so mal sagen. Dann ist dieses hier ja auch angeteasert worden. Multi-Acid Peeling Solution. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. 30 Milliliter haben wir hier drin. Das schaut einmal so aus. Denn im Sommer steht die Sonne ja auch an einer Stelle, wo die UV-Strahlung auf die Haut relativ hoch ist. Das heißt, wenn ihr sowas verwendet und das dann definitiv auch mit Säure arbeitet, was ich gleich noch herausfinden werde, dann
ist es so, dass du definitiv das abends verwenden und am nächsten Morgen einen richtig intensiven Lichtschutzfaktor aufs Gesicht geben. Ansonsten ist die Haut zu sehr angreifbar. Ne? Better Skincare, Better Make-up. Ich finde es auch interessant, dass Revolution auch diese Skincare-Reihe rausgebracht hat. Auf jeden Fall. Lactic Acid, also Milchsäure, hast du hier mit dabei. Fruchtsäure, das dürfte dann auch. Und Glykolsäure, das ist dann so AHA. Glycerin ist auch immer eine ganz schöne Geschichte. Salicylsäure, also BHA, hast du hier auch noch mit dabei. Also wirklich vorsichtig damit sein. Ne? Nicht direkt aufs Gesicht knallen. Also ich würde das... Sätze zu Ende reden ist nicht immer so mein Ding. Gerade bei solchen Produkten bin ich immer so vorsichtig. Ne? Da bin ich halt wirklich von Dalton auch gebrieft worden und informiert und geschult worden, dass ich dann halt auch wirklich weiß, wie man solche Produkte anzuwenden hat. Und meine Haut dankt es mir halt, ne? Dass ich das richtig anwende. Wenn ihr das erste Mal anwendet, das sieht ja auch so ein bisschen aus wie das von The Ordinary, wo ja auch viele meiner Kolleginnen echt einen Griff ins Klo mit hatten. Ne? Dann macht euch das zuerst am besten auch nur von O bis O, also von Oktober bis Ostern drauf. Aber wenn ihr das jetzt unbedingt verwenden wollt, macht euch das vielleicht erstmal an so einer kleinen Stelle am Gesicht, vielleicht hier so, ne? So einmal drauf. Am besten erstmal gar nicht im Gesicht, sondern irgendwo, wo es unauffällig ist, anwenden, aber egal. Lasst das am ersten Tag auch wirklich nur eine Minute einwirken und wascht euch das dann runter. Dann beobachtet eure Haut für 1, 2, 3 Tage, ob die sich verändert. Dann könnt ihr das auch großflächiger auftragen für eine Minute. Und solche Produkte auch wirklich ganz, ganz vorsichtig euch rantasten. Ne? Also dann erstmal eine Minute, dann vielleicht in der nächsten Woche 2 Minuten, aber dann auch wirklich immer erstmal abwaschen. Und wenn ihr merkt, eure Haut verträgt das, eure Haut kommt damit klar, dann kann man irgendwann, aber da würde ich tatsächlich auch erst so nach einem Monat oder so dazu raten, das Produkt auf der Haut zu belassen. Ne? Also geht da bitte vorsichtig mit um. Ich weiß, dass es sehr, sehr verlockend ist, weil diese ganzen Säuren auch super interessant sind und die auch echt viel mit der Haut Gutes machen. Und man sieht auch immer wieder echt total fancy, super krass gute Resultate. Das liegt aber nur daran, weil die Leute das auch vorsichtig angewendet haben und da sich auch vorsichtig rangetast haben. Am besten sogar zusammen mit einer Kosmetikerin, mit einer Hautärztin oder wie auch immer das dann auch angewendet haben und dann auch genau gesagt bekommen haben, wie es zu verwenden ist. Ne? Also vorsichtig bitte damit umgehen. Und wenn eure Haut das sowieso verträgt und ihr sowieso auch schon AHA und BHA in Einsatz habt und das auch schon wirklich, ne, eure Hautpflege das so versteht und kennt, go for it. Sehr gut, sehr, sehr geil, aber übertreibt es nicht. Ne? Kann ich nur empfehlen. Eine Freundin von mir hatte das letztens nämlich, dass sie es übertrieben hat und das war echt nicht schön. Und deswegen möchte ich das immer wieder euch auch gerne mit auf den Weg geben. Ne? Genau, so. Dann Anwendung maximal 2-mal die Woche am Abend anwenden, auf das gereinigte und trockene Gesicht auftragen. Nicht auf feuchte Haut anwenden, gleichmäßig auf Gesicht und Hals auftragen, mit lauwarmem Wasser abspülen. Guck mal, hier steht es nämlich auch drauf, dass du es bitte, bitte abspülen sollst. Diese Lösung soll als Maske verwendet werden, nicht länger als 10 Minuten einwirken lassen. Okay, also dann definitiv nicht drauf lassen. Augenpartie aussparen und Kontakt mit den Augen vermeiden, sowohl während des Auftragens als auch während des Abspülens. Genau, da empfehle ich euch vielleicht sogar, damit ihr gar nicht erst in die Versuchung kommt, das zu nah an die Augen zu bringen, euch während der Anwendung von diesem Produkt Augenpatches drauf zu machen. Ne? Weil dann kommst du auch unten gar nicht zu nah an die Augen. Oben sind ja die Augenbrauen, die das Ganze ja dann auch abfangen, aber dass ihr von unten einfach Augenpads drauf macht und dann dieses Produkt, ne? Aber bitte auch vorsichtig dran tasten. So nämlich, weil sowas ist halt schon hardcore. Ne? Das ist wirklich sehr fortgeschrittene Kosmetik, die wir halt jetzt einfach mittlerweile ganz gut und einfach irgendwo kaufen können. Das ist für die breite Masse dann auch irgendwo einfacher verfügbar, dass du nicht mehr in ein Kosmetikinstitut gehen musst dafür. Aber dir wird halt auch nicht immer direkt mit an die Hand gegeben, wie du es dann anwenden solltest. Das nächste, was ich hier habe, achso, aber es kann definitiv auch Mega Glow spenden. Das passt definitiv. Ne? Also zum Thema passt es auf jeden Fall, wenn man es richtig anwendet. Von Bleach London eine Reincarnation Mask. Need a second chance. Resurrect Dry Damage Bleached or Colored Hair. Okay, also für gebleichtes oder koloriertes Haar, für hier blondiertes Haar zum Beispiel super geeignet. Vegan und cruelty-free. Und 50 ml sind hier drin. Lässt du, wow, ernsthaft 10 bis 20 Minuten drin lassen. Das ist natürlich super, super lang. Das ist wirklich super lang. Weil da musst du ja im Prinzip 2-mal duschen. Oder du verwendest es in der Badewanne. Wir haben jetzt ja gerade hier die Renovierung bei uns am Laufen. Das heißt, da kann ich das dann in der Bade anwenden.
dann kann ich das auch mal ausprobieren. Ne? Aber so, wenn ich jetzt so generell duschen gehe, wäre mir das wahrscheinlich zu kompliziert. Dann habe ich hier eine Lippenpflege von CRT London. Mag ich sehr gerne die Marke. Everyday Vacay, ein Coconut Lip Oil, ein Lippenöl. Ja, so zum Rausdrücken ist das eins. Ja, wie gesagt, CRT London habe ich auch schon in Fullface zugeschminkt. Da habe ich in Glossybox und in Lookfantastic Beauty Boxen und in den Adventskalendern immer wieder Produkte drin gehabt. Und dann, ja, habe ich mich verleiten lassen, habe mir den Rest gekauft und mich sehr, sehr über das Ergebnis tatsächlich gefreut. Und auch so ein Lippenöl finde ich einfach aktuell auch sehr cool. Das ist so ein perfektes Zwischending zwischen Lipgloss und Lippenpflege. Verwende ich einfach super gerne und habe ich auch richtig häufig im Einsatz. Interessant finde ich tatsächlich, dass wir von SoEcho einen Face Mask Applicator hier drin haben, weil das ist jetzt nicht so unbedingt für diese Art von Gesichtsmaske oder Gesichtspeeling geeignet. Es ist halt eher so für Cremepöttchen-Tuben geeignet. Ne? An und für sich ein sinnvolles Tool. Also ich verwende auch immer Pinsel, um meine Masken aufzutragen, aber jetzt gerade hier in dieser Kombination passt das nicht so ganz. Und das letzte, hiermit passt das zusammen. Das letzte, was wir nämlich drin haben, ist von Peter Thomas Roth, die Cucumber Gel Mask. Das ist einfach eine Refreshing und Cooling und Moisturizing Maske, also die quasi die Feuchtigkeit wieder schön herstellt. 14 Milliliter haben wir hier drin enthalten und das ist fürs Gesicht. Habe ich schon mal aufgebraucht. Geruch ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, ich habe es sogar im letzten Aufgebraucht-Video als stinky bezeichnet, aber als wirklich pflegend. Also es hydratisiert die Haut, es macht wirklich was Schönes, aber man muss halt einfach über den Geruch hinwegsehen. Und da kann man auf jeden Fall diesen Face Mask Applikator sehr gut mit verwenden. Ganz interessant ist natürlich, gut, dass hier ist dann halt eher als Peeling zu sehen, aber hier steht ja drauf, dass es eigentlich eine Maske ist. Also im Prinzip haben wir zwei Gesichtsmasken drin, die du übrigens auch super in Kombination verwenden kannst. Ne? Also erst machst du dir das Peeling drauf, was du dann ein, zwei Minuten nur drauf lässt und abwäscht. Und dann das hier nochmal zur Feuchtigkeitsversorgung der Haut. Ansonsten haben wir was für den Körper, für die Haare und auch so ein bisschen Zwischending, dekorative Kosmetik und Pflege mit am Start. Gelungene Box, definitiv. Schön wäre natürlich gewesen, wenn hier so ein Highlighter oder so mit drin gewesen wäre. Ne? Irgendwas, was wirklich Glow gegeben hätte, jedenfalls direkt. Das hier sind aber Produkte, die dir langfristig den Glow verleihen. Und das finde ich persönlich sogar noch nachhaltiger. Also nachhaltig im Sinne von nachhaltiger für die Haut und so. Und sehr schön. Also ich persönlich mache das ja auch ganz gerne so, dass ich dann mein Glow from below ein bisschen versuche zu stärken und meine Hautpflege erstmal als Basis verwende und dann natürlich später meine Schminkutensilien auftrage, um dann halt noch ein bisschen mehr dem Ganzen die Krone aufzusetzen. Coole Box. Schreib mir aber gerne mal in die Kommentare, wie du die Box so fandest. Das würde mich nämlich interessieren. Ich weiß jetzt nicht, ob Alternativprodukte dabei gewesen wären, aber ja, 6 Produkte ist nice to have und das finde ich dann auch wieder in Ordnung. Die haben ja den Preis erhöht, dann haben wir auf jeden Fall dann auch noch ein bisschen noch ein Produkt on top bekommen. Und dass jetzt gerade so überall Preiserhöhungen stattfinden, ist uns, glaube ich, allen irgendwie aufgefallen, aber das ist ja schon seit Monaten der Fall, dass dann natürlich auch unsere liebsten Beautyboxenhersteller damit nachziehen müssen, ist irgendwie auch verständlich, denn auch die Transportkosten steigen natürlich. Ne? Naja, ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch hier gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!